Ja, meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ich euch heute Abend wieder willkommen heißen darf, dass wir wieder über diesen Weg unser Thema fortsetzen können. Es war mir leider nicht möglich jetzt einige Zeit unterwegs und dann hat es mit der Technik nicht ganz hingehauen und ja, ich hoffe, dass es heute Abend und bei dieser Aufnahme jetzt klappt und dass wir unser Thema gut durch besprechen können. Heute Abend unter dem Titel Die Opferung des Messias und die Zeit danach. Wir haben uns ja in der bisher mit verschiedenen Fragen der Opferung des Messias beschäftigt und des Todes Jesus beschäftigt. Heute geht es mir prinzipiell um eine Weiterführung dieses Themas. Und zwar, es geht um die Frage, ob es in der Bibel überhaupt etwas über einen konkreten Plan Gottes geht und ob wir so einen Plan Gottes irgendwo in der Bibel finden, der durchgeführt worden wäre im Falle, dass der Messias von den Juden und nicht in Hass und in Unglauben abgelehnt wird, sondern im Glauben angenommen wird, dass er nicht verworfen und wenn er nicht verworfen wird, dass er dann auch nicht von den Juden gekreuzigt wird. Die Frage, ob die Bibel einen Plan kennt, der dann in Kraft getreten wäre, der sich dann verwirklicht hätte, wenn diese Situation eingetreten wäre. Das heißt, mit anderen Worten, gab es im Alten Testament einen prophetischen Plan dafür, wie die Geschichte für Israel, aber auch für diese ganze Völkerwelt auf dieser Erde und auch die Geschichte des gesamten Universums verlaufen wäre, ab dem Zeitpunkt, wo der Messias in diese Welt kommt, von den Juden angenommen wird und eben nicht verworfen wird und auch dass dieser Messias auch von der Völkerwelt angenommen wird, die ja durch die Mission der Juden vorbereitet werden hätte sollten. Das ist die Frage, der wir uns heute etwas widmen wollen, ob es darüber in der Bibel etwas gibt. Gab es auch einen Plan für den Messias selbst? Auch das ist die Frage, mit der wir uns hier beschäftigen wollen weiter. Wenn er kommt und von seinem Volk angenommen wird und dann eben von seinem Volk nicht gekreuzigt wird. Wenn ja, wenn die Bibel darüber etwas spricht, wenn die Bibel einen Plan darüber hat, dann wäre es natürlich wichtig, ihn zu kennen, darüber Bescheid zu wissen. Und wenn es darüber nichts gibt in der Bibel, dann sollten wir eigentlich diese Frage überhaupt gar nicht stellen. Dann wäre es sinnlos, eigentlich darüber nachzudenken. Aber weil ich glaube, dass es diesbezüglich Antworten gibt in der Bibel und Erklärungen, wollen wir uns diesem Thema heute widmen und wir wollen dabei sehen, was christliche Theologen auf diese Frage antworten. Zum Unterschied von adventistischen Theologen, was adventistische Theologie darüber sagt und das adventistische Verständnis dazu ist, zu dieser Frage, und was wir grundsätzlich aus der Bibel darüber finden. Gibt es überhaupt etwas in der Bibel darüber oder eben nicht? Das sind die Fragen, mit denen wir uns etwas beschäftigen wollten in diesem heutigen Abend als Weiterführung dieser Themenserie. Ich möchte euch einladen, dass wir euch diesen Abend mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns diesen Abend heute wieder schenkst, dass wir wieder gemeinsam dein Wort aufschlagen dürfen, dass wir uns mit Gedanken beschäftigen dürfen, die deinen Plan betreffen, den du für diese Welt gelegt hast, für die Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung, die durch die Sünde in diesem Universum verloren gegangen ist. Du hast uns dein Wort gegeben, du hast durch deine Propheten vieles offenbart, vorausgesagt, du hast deinen Plan auf alle mögliche Art und Weise den Propheten kundgetan. Es waren Absichten, die du mit dieser Welt hattest, die du mit deinem Volk Israel hattest.
und die letztendlich mit dem ganzen Universum hattest. Wir wissen, dass wir auf dieser Erde auf einem Planeten leben, der zum Schauspiel geworden ist, dieses großen Kampfes zwischen Licht und Finsternis. Und wenn wir heute über dieses Thema nachdenken, dann weiter nachdenken, dann schenk uns durch deinen Heiligen Geist die rechten Zusammenhänge, lass uns verstehen, was du uns sagen möchtest und gib, dass wir auch unsere Gedanken bereitwillig auch auf neue Fragen hinlenken können und ungewöhnliche Fragen vielleicht, die wir uns auch stellen wollen, wo du uns aber klare Antworten geben möchtest. Führe uns in diesem Sinne und segne uns in deinem Sinne, um Jesu Willen. Amen. Gut, also noch einmal ein herzliches Willkommen, die sich mit eingeschaltet haben jetzt. Unser Thema also die Opferung des Messias und die Zeit danach. Ein kurzer Rückblick, den ich noch machen möchte, bevor wir dieses Thema weiterführen. In unsere letzten Themen, die wir in den letzten Abenden betrachtet haben. Wir haben uns in diesen Themen sehr konkret mit der Frage beschäftigt, ob es laut christlicher Theologie zur Erlösung der Menschheit von Sünde und von Tod und vom Teufel prinzipiell eine andere Möglichkeit gegeben hat, als den Weg dieser Erlösung über das Kreuz Jesu, wie es letztendlich ja gekommen ist. Wir sind uns bewusst, dass wir einem Faktum der Geschichte gegenüberstehen und das Faktum dieser Geschichte ist, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er von seinem eigenen Volk verworfen wurde, wie auch schon all die Propheten im Alten Testament von diesem Volk immer wieder bekämpft und gehasst und verworfen wurden, so auch jetzt letztendlich Jesus als der von Gott gesandte Erlöser der Welt, der durch Johannes den Täufer als den Wegbereiter vorbereitet wurde. Gab es, und das waren unsere Fragen, die wir uns gestellt haben bisher immer wieder auch, eine Alternative zu diesem Kreuz oder war es der einzige Weg, den Gott von Anfang an vorgesehen hatte? Das war mit der Frage auch verbunden, was denn der Plan Gottes mit Israel und dem Messias gewesen wäre, wenn das Volk Israel seinen Messias angenommen und nicht gehasst hätte und im Unglauben verworfen und gekreuzigt hätte. Hätte der Messias in diesem Fall trotzdem sterben bzw. getötet werden müssen oder ganz konkret einfach auch gekreuzigt werden, auch wenn das Volk an ihn glaubt und ihn annimmt. Der Schluss, zu dem wir gekommen sind, und diese Thematik hat ja auch damit zu tun, dass wir uns hier mit einer Geschichte beschäftigt haben in diesem Büchlein, ich möchte es noch einmal darauf aufmerksam machen, wo wir eine Darstellung eines katholischen Theologen aus der Zeit der Reformation uns angesehen haben und diese Geschichte, die er hier erzählt hat, wo er auf diese Frage eingegangen ist, ob es tatsächlich der Wille Gottes war, dass Jesus gekreuzigt wird und ob es wirklich seinem Plan entsprochen hat. Und ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier in diesem Büchlein also das erste Mal eine Geschichte gefunden habe oder eine Erklärung gefunden habe, die von einem katholischen Theologen stammt aus dem 16. Jahrhundert, Laurentius von Brindisi, der hier ganz klar zum Ausdruck gebracht hat in dieser Karfreitagpredigt, dass es nicht von Gott geplant war, dass Jesus in Hass und in Ablehnung von den Juden verworfen wird, aber dass es trotzdem der Plan Gottes war, dass er gekreuzigt wird und dass er leidet und genau so stirbt, wie er gestorben ist, aber eben nicht in Hass und in Gewalt. Er ist der Meinung in dieser Geschichte, und ihr habt hoffentlich dieses Büchlein auch für euch schon besorgt und vielleicht auch gelesen. Und wir haben diese Geschichte sehr ausführlich durchbesprochen
Und ihr wisst, dass er zu dem Ergebnis gekommen ist, dass er sagt, der Fehler, den die Juden gemacht haben, war nicht, dass sie ihn gekreuzigt haben, sondern dass sie ihn in Unglauben und in Hass gekreuzigt haben. Wenn sie es in Liebe, in Frömmigkeit getan haben, weil es Gottes Wille war, weil Gottes nicht nur sein Wille war, sondern er hatte hier auch davon gesprochen, es war Gottes Gebot, dass der Messias gekreuzigt wird. Und wenn sie das in diesem Sinne getan hätten, im Gehorsam und in Liebe und in Frömmigkeit Gott gegenüber, dann wäre das ein süßer Duft des Wohlgeruches gewesen, der zu Gott emporgestiegen wäre. Dann wäre es nämlich in dem Sinn tatsächlich ein Opfer, eine Art Opfer gewesen. Nicht an einem Altar, wie das im Alten Testament üblich war, dass man hier die Vorbilder auf den Messias auf einem Altar geopfert hätte, sondern er war der Meinung, dass der Plan Gottes eben die Kreuzigung Jesu war. Und wenn die das nicht gemacht hätten, dann hätten es Engel gemacht, ja, so beschreibt er das hier, dann wären Engel gekommen und hätten das gemacht, weil es Gottes Plan war, dass er gekreuzigt wird. Und wenn auch Engel das nicht gemacht hätten oder sonst keine Menschenhand gewagt hätte, Hand an den Messias zu legen und ihn zu kreuzigen nach dem Willen Gottes, dann hätte es die Maria gemacht, seine eigene Mutter. Auch darüber haben wir in dieser Geschichte gelesen. Das ist ein katholischer Gedanke, interessanterweise. Und ich kenne keinen zweiten Bericht in der Kirchengeschichte, wo sich tatsächlich irgendein Theologe diese Frage überhaupt gestellt hat und bereit war, darüber nachzudenken, na, was wäre denn gewesen, wenn die Juden das nicht gemacht hätten oder das eben in Hass und Gewalt nicht gemacht hätten, sondern wenn sie ihn angenommen hätten. Wir haben aber auch davon gesprochen, dass es auch eine adventistische Alternative gibt zu dieser Kreuzestheologie. Und es ist sehr bemerkenswert, dass die Adventgemeinde, soweit ich das jetzt so überblicken kann, die einzige christliche Gemeinde ist, die ich bis jetzt kenne, in der manche Theologen und Prediger und auch inzwischen Gemeindeglieder, mit denen ich auch persönlich ins Gespräch gekommen bin, aufgrund meiner Fragen, die ich da gestellt habe, dass sie meinen, dass ihn zumindest die Juden nicht verwerfen hätten müssen und auch nicht kreuzigen und töten hätten müssen. Niemand hätte ihn unter dem Volk Israel töten müssen und dass eine grausame Kreuzigung eigentlich nicht unbedingt der Plan Gottes gewesen wäre. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass auch Heinz Scheidinger öffentlich über dieses Thema schon gepredigt hat und aufmerksam gemacht hat, dass eine grausame Kreuzigung nicht vorgesehen war. Das war ein großer Fehler, das war ein Irrtum, das war ein Verbrechen, das die Juden begangen haben. Aber getötet werden hätte er trotzdem müssen, und wenn ihm die Juden nicht getötet hätten, hätten ihm die Römer getötet, und er und viele andere Theologen mit ihm sind der Überzeugung, dass nicht unbedingt das Kreuz die Alternative gewesen wäre, dass die Juden, wie der Laurentius von Brindisi es gesagt hat, dass sie in Frömmigkeit, in Gehorsam, in Liebe ans Kreuz nageln hätten sollen, sondern adventistische Theologen sind eher der Meinung, und da habe ich auch Beweise dafür gebracht, dass sie sagen, dann hätte der Messias durch einen Priester oder Hoherpriester oder einen hohen Priester auf dem Altar in Jerusalem geopfert werden müssen, in Anwesenheit und im Beisein des Volkes, selbst von Heiden, die gekommen wären, um in Jerusalem anzubeten. Und sie hätten durch diese Opferung des Messias erkennen sollen, was ihre Sünde angerichtet hat. Ja? Und wenn ein Priester oder ein hoher Priester nicht bereit gewesen wäre, Heinz Scheidinger hat sogar davon gesprochen, wäre es möglich gewesen, dass sogar Gott selbst, der Vater, vom Himmel gekommen wäre und seinen Sohn dort auf dem Altar geopfert hätte.
Und das Erstaunliche dabei ist, dass interessanterweise Laurentius von Brindisi kann für seine Erklärungen, dass die Juden in Liebe und in Gehorsam und in Frömmigkeit ans Kreuz nageln hätten können, natürlich keine Bibelstelle angeben. Denn Apostel Paulus hat ja ganz deutlich gesagt, wenn die Juden ihn angenommen hätten, dann hätten sie nicht gekreuzigt. Das bedeutet, biblisch gesehen, dann hätten sie ihn natürlich auch nicht getötet. Und ich denke, dass auch keine andere Alternative in der Bibel vorgesehen war, nach dem Plan Gottes, dass es keinen Plan gab, wo der Messias, wenn er nicht auf diese Art und Weise vernichtet wird, wie das die Prophetie vorausgesagt hat, denn dass er umgebracht wird, das hat die Prophetie vorausgesagt. In Daniel 9 zum Beispiel, nicht? Der Gesalbte wird ausgerottet werden. Oder in Jesaja 53, diese Stellen, die wir gut kennen, wo der Messias geschlagen, gemartert und geplagt wird. Alle diese Stellen sprechen im Alten Testament natürlich vorhersagend von diesem Schicksal des Messias. Aber unsere Frage geht in diese Richtung, wenn das jüdische Volk eine andere Entscheidung getroffen hätten, wenn sie statt Jesus Barabbas freigebeten hätten bei Pilatus, die Möglichkeit bestand ja, dann ist ja die Frage, was wäre dann mit dem Messias gewesen? Und ich glaube nicht, dass wir in der Bibel irgendwelche Hinweise finden und Bibeltexte verwenden können, die auf eine Opferung des Messias hinweisen. Das würde ja bedeuten, dass Gott von Gehorsam der Menschen abhängig gewesen wäre, die in Gehorsam und in Liebe den Messias praktisch an einem Altar töten wie ein Lamm, das zum Schlachtbank geführt wird, dass hier die Erlösung abhängig gewesen wäre von dem Gehorsam eines Priesters oder eines hohen Priesters, oder wenn die ungehorsam gewesen wären und diesen Plan Gottes nicht durchgeführt hätten, dann hätte Gott selbst für sie auch das noch gemacht. Ich meine, wenn man darüber etwas nachdenkt, dann muss man wohl drauf kommen, dass das niemals biblisch begründet werden könnte. Ja? Und es ist auch bemerkenswert, ich habe euch aufmerksam gemacht auf dieses Buch von John Bolin, Das Ende der Welt, was die Bibel tatsächlich darüber sagt. Und da geht es ja auch darum, dieser Plan A, dieser Plan B, nicht, den auch er hier in diesem Buch dargestellt hat. Und Bolin ist hier absolut der Überzeugung, und wir finden in diesem ganzen Buch keinen einzigen Hinweis, dass zur Wiederherstellung des ursprünglichen Paradieses, wie er es in diesem Buch dargestellt hat, nach diesem zweiten Adam-Konzept, das er angesprochen hat, wir finden in diesem ganzen Buch, wo er den Plan Gottes mit Israel darstellt und die Wiederherstellung des Paradieses auf dieser Erde, die Aufrichtung des messianischen Reiches, kein einziges Wort verwendet hier John Bolin, um hier auch den Tod des Messias mit als Grundlage für diese Aufrichtung des messianischen Reiches darstellt. Also John Bolin ist hier offensichtlich nicht der Meinung, dass hier dieses messianische Reich, wie es im alttestamentlichen Prophezeiung angekündigt ist, ausdrücklich nur über die Opferung des Messias möglich gewesen wäre, über die Erfüllung der Weissagungen, des Tötens des Messias. Er geht darauf überhaupt nicht ein und zeigt einen Weg, wie Gott auch ohne diese Opferung des Messias, dieses Konzept der Wiederherstellung vollzogen hätte. Jeder, der dieses Buch genau lesen wird, wird auf diesen Gedanken hinkommen, dass hier kein Wort zu finden ist über den Tod des Messias. Natürlich würde mich persönlich selbst interessieren, und ich hätte ja gern mit John Bolin, habe versucht, auch Kontakt aufzunehmen mit ihm, aber leider hat er sich da nicht gemeldet, und also tut es mir eigentlich leid, dass ich ihm diese Fragen nicht wirklich stellen kann, wie er dann auch persönlich mit diesem ganzen Tod des Messias in seinem Plan A-Konzept umgegangen wäre. Ich kann euch leider das nicht sagen, das fehlt mir, aber das, was ich in diesem Buch gesehen habe, auf das wollte ich euch auf alle Fälle aufmerksam machen.
Ein zweiter Mann, das ist George Knight, ich habe auch auf dieses Buch schon einmal aufmerksam gemacht, Adventgemeinde, Fit für Ihre Mission, ein sehr bemerkenswertes Buch, das George Knight geschrieben hat. Und er hat auch in diesem Buch, ich habe das schon in einer späteren Sendung auf das hingewiesen, auch von einem Plan A und von einem Plan B gesprochen und von einem Plan A zur Wiederherstellung des Paradieses und der Aufrichtung des messianischen Reiches, wo er ebenfalls eigentlich, wenn man seine Texte da richtig liest, den Tod des Messias nicht automatisch und unbedingt drinnen hat. Ich möchte euch diesbezüglich einen Text lesen, den er hier hat, auf den ich mich da beziehen möchte. Und da sagt er, die Juden hatten das Alte Testament aufmerksam gelesen und daraus auch den richtigen Schluss gezogen, dass die hauptsächliche Linie der messianischen Prophezeiungen Folgendes lehrte. Der Messias wird als mächtiger König nach der Ordnung des siegreichen David kommen. Ein irdisches Reich wird errichtet werden und die treuen Gläubigen aus aller Welt werden nach Jerusalem ziehen, um Jahwe die Ehre zu geben und der Messias wird sämtliche Feinde Israel zunichte machen. Also das ist einmal ganz deutlich eine Zusammenfassung, wie es George Knight sieht, dass der Großteil der messianischen Prophezeiungen in diese Richtung geht. Das ist auch ganz in Übereinstimmung mit dem, was in dem Bibelkommentar, im adventistischen Bibelkommentar zu finden ist, auf dieses Kapitel habe ich euch aufmerksam gemacht, wo hier in der Einleitung zu den Propheten dieses Plan A-Konzept von den Theologen in den 50er Jahren dargestellt wird, das dann Heinz Scheidinger in seinem Buch, in seinem Skriptum Handbuch Propheten auch übernommen hat und wo es dort in Deutsch übersetzt worden ist. Da haben wir genau die gleichen Gedanken, wie sie George Knight hier zunächst einmal bis zu diesem Punkt führt. Ja, da stimmt er mit dem überein, dass hier Israel zum Missionar für die Völker geworden wäre und die Völker nach Jerusalem gekommen wären und dort wäre ein siegreicher, dass der Messias als siegreicher, mächtiger König aus dem Stamme Davids gekommen wäre. Das ist genau in Übereinstimmung auch mit George Knight, der auch diesen Spross, der da in Jeremia und in Jesaja und in Saharia angesprochen wird, gar nicht mit Jesus als dem Messias in Verbindung bringt, sondern als ein Spross aus dem Hause Davids, den er hier darstellt, durch den Gott hier dieses messianische Reich in Übereinstimmung mit dem Zusammenwirken mit dem Himmel aufbauen sollte. George Knight geht dann weiter in diesem Text und er sagt, wir müssen bedenken, dass die Juden im ersten Jahrhundert, also auch noch damals zur Zeit Jesu, die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hatten. Von Jesaja bis Malachi beherrscht das Thema eines siegreichen Israel und eines irdischen Reiches die prophetischen Schriften, also eines irdischen messianischen Reiches. Ja. Auf dieser Grundlage ist es kaum verwunderlich, dass die Juden Jesus ablehnten, denn der von sich behauptete, der Messias zu sein. In der Tat war Jesus ein Christus, ein Gesalbter, der wirklich nicht mit der prophetischen Hauptaussage der alttestamentlichen Schriften übereinstimmte. Also George Knight sagt hier, Tatsache war, dass Jesus, so wie er gekommen ist, mit dem, was eigentlich in den alttestamentlichen Schriften über den Messias, über diesen König Messias, ja, geschrieben stand, der zu seinem Volk kommt, der Jerusalem befreien sollte und die Erlösung für Jerusalem bringen sollte, das messianische Reich aufrichten sollte, dass Jesus zunächst grundsätzlich eigentlich mit diesen Bildern dieses Messias nicht in Übereinstimmung war. Und er sagt hier, die Juden haben hier den richtigen Schluss gezogen. Ich nehme an, sagt er hier, die meisten von uns hätten wir zur Zeit Jesus damals gelebt, wären zu denselben Schlüssen gekommen. Und ich denke, das ist so, wir sollten die Juden nicht verdammen, dass sie hier zu falschen Schlussfolgerungen gekommen sind, einfach in Bezug auf das, dass man erwartet hat, dass der Messias auch ein mächtiger König sein sollte. Ja? George Knight geht dann weiter und sagt, aufgrund des Versagens der jüdischen Übrigen, das heißt, die Juden haben versagt, sie haben einfach Jesus nur als König haben wollten, aber dieser König wollte sie belehren, dieser König wollte sie zur Bekehrung führen, er wollte ihnen den rechten Glauben vermitteln, er wollte ihnen in eine rechte Gottesbeziehung führen. Und das war ja auch schon die Absicht Gottes mit den Königen in Israel, mit allen Königen in Israel, von denen wir immer wieder sagen, dass sie ein Vorbild des Messias waren.
die Königin Israel in Übereinstimmung mit den Priestern und dann auch mit den Propheten, die Gott ihnen gegeben hätte, hätten ja alle die Aufgabe gehabt, das Volk nicht nur politisch zu schützen und zu führen und sie vor Feinden zu bewahren, sondern das Volk in der Wahrheit zu führen, in der Wahrheit zu festigen, sie zu brauchbaren Menschen zu machen, die dem Willen Gottes tun, die nach den Geboten Gottes leben und ein Vorbild werden für die Welt und für die Heiden. Das und auch und wir können sicher sein, wenn ein David oder ein Saul oder ja, die, alle diese Könige im Alten Testament, wenn die auch damals diesen Auftrag verstanden hätten, dass Gott sie wollte, dass sie das Volk auch geistlich führen, wäre ja sicherlich etwas ganz anderes daraus entstanden. Aber diese Könige und diese Priester, die ständig im Abfall verwickelt waren, haben ja eigentlich das Volk durch Jahrhunderte schon auf eine Verwerfung der aller wahren Propheten hin vorbereitet und letztendlich auf die Verwerfung des Messias vorbereitet. Und obwohl Gott immer wieder dann durch die Propheten versucht hat, zurückzurufen, kam es nicht zu einem Durchbruch dieses Planes Gottes. Und George Knight sagt dann, aufgrund des Versagens der jüdischen Übrigen, dass auch nicht einmal richtig Übrige übrig geblieben sind, veränderte Gott seinen eschatologischen, seine endzeitlichen Verheißungen und setzte den messianischen Plan Nummer 2 in Kraft. Er spricht ja von einem messianischen Plan Nummer 1 und Plan Nummer 2. Was meint er mit dem Plan Nummer 2 jetzt? Jener Plan war in den Texten wie Jesaja 53 und Psalm 22 verborgen, deren Aussagen aber nicht als messianisch erkannt wurden. Das heißt, George Knight ist der Überzeugung, dass Jesaja 53, wo der leidende Gottesknecht dort beschrieben wird, und Psalm 22, dieser Leidenspsalm, der mit den Worten beginnt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wo dann praktisch im Detail die ganze Leidensgeschichte Jesu dort in diesem Psalm verpackt worden ist. Allerdings ein Psalm, der sich auch in anderen Glaubensmännern in ähnlicher Weise erfüllen hätte können und auch zum Teil erfüllt hat, ja. Das war ja nicht ein Psalm, der sich unbedingt zu erfüllen sollte, sondern der vielleicht sogar die Juden abschrecken sollte, das zu tun, was dort in diesem Psalm beschrieben steht, mit einem Gläubigen, mit einem gerechten Menschen und schon gar nicht mit einem Gottgesandten, Gesalbten. Ja? Also, und auch Jesaja 53 stellt George Knight in diesem Text hier als Plan Nummer 2 hinein. Und er sagt dann weiter, der messianische Plan Nummer 2 behandelte nicht einen jüdischen Sieg, sondern einen leidenden und verworfenen Knecht, einen Messias, den die meisten Juden nicht erkennen konnten, weil sie so sehr auf ihren Sieg und Gottes Abhängigkeit von ihnen und ihren Handlungen fixiert waren. Deshalb wurden die Juden des ersten Jahrhunderts, obwohl sie die Prophetie studierten und eine biblische korrekte Lehre vertraten, vom ersten Kommen Jesu überrascht, wie von einem Dieb in der Nacht. Sie wurden verworfen und Gott rief die christliche Kirche ins Leben, um den jüdischen Auftrag in der Welt zu vollenden. Das heißt, durch die christliche Kirche sollte ja eigentlich dieser Plan A, den Gott schon von Anfang an mit Israel hatte, eigentlich erst verwirklicht werden und letztendlich zur Aufrichtung des messianischen Reiches am Ende der Zeit führen. Ein sehr interessanter Gedankengang, über solche Dinge wird in unseren Gemeinden üblicherweise überhaupt nicht geredet. Ich habe noch nie einen Prediger gehört, dass er solche Gedanken aufnimmt und solche Gedanken weiter reflektiert und dass man sich vielleicht mit dem, was auch in diesem Buch hier über diesen Plan A und Plan B, dass man sich damit auseinandersetzt. Ich meine, ich weiß jetzt auch bei George Knight nicht, der hat das hier nur so eingefügt, geht dann einen ganz anderen Weg weiter und zeigt einfach das Versagen der jüdischen Mission auf im Alten Testament, zeigt auf, wie auch das neutestamentliche Israel, also die neutestamentliche Gemeinde, versagt hat bisher
und immer wieder versagt hat in der Geschichte des Christentums, und wie Gott dann letztendlich die Adventgemeinde beruft. Und George Knight ist hier in diesem Buch der Meinung, dass wir alle riskieren, in ähnlicher Weise unseren Auftrag, in der Erfüllung unseres Auftrags zu versagen, wie die Israeliten damals versagt haben. Und in gewisser Weise auch in diesem Sinne den Messias zu verwerfen. Obwohl wir glauben, dass er für uns gestorben ist und dass wir erlöst sind, riskieren wir immer noch, und das werden wir auch bei Aussagen von Ellen White finden, riskiert auch die Adventgemeinde heute und das Christentum allgemein, den Messias genauso noch zu verwerfen, wie man das damals gemacht hat. Man kann ihn nicht mehr kreuzigen, weil er nicht mehr da ist, aber es gibt auch laut dem Neuen Testament die Möglichkeit, den Messias ein zweites Mal zu kreuzigen. Ja? Und das wird in der Bibel als eine Sünde bezeichnet. Und ich denke, es war eine Sünde, den Messias das erste Mal zu kreuzigen. Und deshalb kann es nur eine Sünde sein, wenn man auch den Messias auf ein zweites Mal, auch wenn es auf eine andere Art und Weise ist, zu kreuzigen. Weder das eine noch das andere war im Plan Gottes. Das können wir also ganz sicher sagen. George Knight ist hier ganz klar in diesem Text, dass der Plan Nummer 1 keinen leidenden und verworfenen Knecht Gottes, wie er in Jesaja 53 und Psalm 22 dargestellt wird, vorgesehen hat. Aber auch hier muss ich sagen, ich habe leider noch nicht die Möglichkeit gehabt, mit George Knight ins Gespräch zu kommen und ihn zu fragen, ja, wie geht denn er dann prinzipiell mit dem Tod des Messias um? Denn auf der anderen Seite ist ja unsere adventistische Theologie absolut der Überzeugung, und das betrifft die meisten Theologen in unseren Reihen, Prediger, Evangelisten und auch logischerweise Gemeindeglieder, dass der Tod des Messias trotzdem eine unbedingte Notwendigkeit gewesen sei und nicht nur ein Tod irgendwie, sondern der Weg über das Kreuz. Als ich angefangen habe, über dieses Thema zu sprechen und die Frage zu stellen, ob denn das Kreuz wirklich im absoluten Willen Gottes stand, ob Gott dieses Kreuz, ob es einen Weg der Erlösung geben hätte können, der ohne die Verwerfung und die Kreuzigung des Messias stattfinden hätte können oder gegangen werden hätte können mit Israel und dieser Welt, dann hat man mich natürlich nur groß angesehen. Und da war jeder überzeugt, das Kreuz musste ja sein, nicht? Denn da denkt man an diese Aussagen von Paulus, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber ist es eine Gotteskraft, ja. Und so sind heute die meisten adventistischen Theologen und auch Prediger und auch Gemeindeglieder absolut der Überzeugung, dass das Kreuz das einzige Mittel der Erlösung war von Anfang an und auch bis zum Schluss bleiben wird. Ja? Und ich sollte mich niemand missverstehen, dass ich glauben würde, dass wir das Kreuz grundsätzlich nicht brauchen. Nicht? Gerade kürzlich habe ich wieder ein Gespräch darüber gehabt und ich habe zum Ausdruck gebracht, pass auf, letztendlich kam es dazu, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und wenn das nicht notwendig gewesen wäre, wenn es prinzipiell einen anderen Weg gegeben hätte, dann hätte Gott die Kreuzigung ja nicht zugelassen. Ja? Also wir stehen hier einem Faktum gegenüber, wo es offensichtlich am Kreuz nicht vorüberging, aber das ist Faktum der Geschichte. Die Frage ist, war das wirklich im Sinne Gottes, dass es hier zur Kreuzigung kam? Ja, und da haben wir schon gesagt, da ist eigentlich die adventistische Theologie inzwischen auch sehr gespalten. Wenn auf der einen Seite Leute sagen, nicht, wie zum Beispiel Heinz Scheidinger, der hier ganz deutlich ist und das auch schriftlich da und dort formuliert hat und auch in Predigten formuliert hat, dass eine grausame Kreuzigung nicht notwendig war, dann steht er in Konfrontation mit anderen Theologen, die sagen, die Kreuzigung ist das einzige Mittel. Ich habe auf Martin Pröpstle hingewiesen in dieser Studie, ja, die er geschrieben hat, über Hätten Sie die Weisheit Gottes erkannt, eine Auslegung von 1. Korinther 2,8, der hier zum Beispiel ganz deutlich diese Meinung vertritt, dass am Kreuz kein Weg vorbeiführt. Ja? Und mit ihm sind natürlich viele,
Obwohl er dann Zitate von Ellen White zitiert, auf die ich dann aufmerksam machen möchte, wo Ellen White natürlich das auch in Frage stellt. Aber die Theologen, die hier meinen, am Kreuz führte so oder so kein Weg vorbei, die berufen sich natürlich auf Bibelstellen und ich denke, auf diese Bibelstellen, wo Jesus selbst dieses Muss zum Ausdruck gebracht hat. Und auf solche Stellen werden sich alle Theologen berufen, nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde. Also jeder christliche Prediger, jeder protestantische Prediger, wo immer er sein würde, auch wenn er meint, wie ein Laurentius von Brindisi, dass er sagt, Jesus hätte nicht in Hass, sondern in Liebe gekreuzigt werden können von den Juden oder sollen. Das wäre im Sinne Gottes gewesen. Der wird sich auf diesen Text stützen. Auf solche Gedanken kann man nur kommen, wenn man diese Aussagen, die Jesus gemacht hat, vor seinem Tod, dass er nach Jerusalem gehen muss und dass er gekreuzigt werden muss, und nach seinem Tod dann in dem Gespräch bei den Emmaus-Jüngern das Ganze wiederholt hat. Lukas 24, wo es heißt, wo der Emmaus-Jünger sagt, und er sprach zu ihnen, ohe Toren und regen Herzens zu glauben, alle dem, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in der ganzen Schrift aus, was darin von ihm gesagt war. Also das ist ja der Haupttext, warum viele adventistische Theologen sich auf diese Frage gar nicht einlassen. Die meisten gehen ja auf diese Frage überhaupt gar nicht ein. Was wäre gewesen, wenn die Juden anders reagiert hätten, ja, oder wenn sie nicht gekreuzigt hätten? Und wie gesagt, adventistische Theologie ist hier offensichtlich gespalten. Das ist das, was ich in den letzten Monaten, in den letzten Jahren beobachtet habe, dass man hier offensichtlich das Thema noch nicht wirklich durchdacht hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Gespräche kommen und dass wir das genauer ansehen. Natürlich sind die Theologen, die der Überzeugung sind, am Kreuz führte kein Weg vorbei, ja, haben natürlich für solche Erklärungen auch viele Aussagen von Ellen White. Ja? Und das ist vielleicht auch ein weiteres Problem, vor dem wir stehen, und auf das möchte ich jetzt auch noch aufmerksam machen in diesem Thema, bevor wir dann uns der Frage wirklich weitergehen. Wie wäre es denn dann gegangen, wenn der Messias eben nicht aus Hass ans Kreuz genagelt worden wäre, sondern aus Liebe geopfert worden wäre? Sagt da auch Ellen White dazu etwas? Und dazu ist es wichtig, dass wir zunächst einmal die Aussagen von ihr kennenlernen, wo sie das Kreuz ganz deutlich als die einzige Alternative sieht. Und es gibt bei Ellen White ganz klare Aussagen. Und sieht da manchmal so aus, als würden viele von mir meinen, als würde ich diese Aussagen von ihr nicht kennen, als würde sie übergehen und sie nicht beachten. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte heute Abend in diesem Thema ganz bewusst diese Aussagen von Ellen White zitieren und uns Gedanken darüber machen. Es gibt bei ihr ganz deutliche Aussagen, die in die Richtung gehen, dass am Kreuz kein Weg vorbeiführt und dass dieses Kreuz der ausdrückliche Plan Gottes war. Ja? Diese Aussagen werden wir aber dann anderen Aussagen gegenüberstellen, die es auch bei Ellen White gibt und die aber von den Theologen, die eine Seite sehen, dass sie oft gar nicht beachtet und berücksichtigt werden oder nirgends aufscheinen. Zunächst einmal eine sehr deutliche Aussage im Patriarchen und Propheten auf Seite 41 und 42. Da sagt Ellen White, der Plan, durch den die Errettung des Menschen einzig möglich war, ja, das ist letztendlich, schildert sie hier ein Faktum, so ist es gekommen. Ja. Aber der Plan, durch den die Rettung des Menschen einzig möglich war, schloss mit seinem unendlichen Opfern den ganzen Himmel ein. Die Engel empfanden keine Freude, als Christus ihnen den Erlösungsplan darlegte, denn sie sahen, dass er ihrem geliebten Gebieter unaussprechliches Leid bringen musste.
Das schildert sie hier im Zusammenhang mit dieser Offenbarung des Erlösungsplanes an die himmlische Welt. Als Adam in Sünde gefallen ist und Eva, hat Gott den Engel im Himmel den Erlösungsplan dargestellt. Und diese Aussage, die kommt aus dieser Schilderung in Patriarchen und Propheten. Ich werde euch dann die Schilderung, auch den Text aus Geschichte der Erlösung vorlesen. Das ist eine ähnliche Aussage. Aber wir sollten hier diese Aussagen ganz deutlich lesen. Wenn sie auch auf der einen Seite sagt, nicht, der Plan, durch den die Rettung des Menschen einzig möglich war, schloss mit seinem endlichen Opfer den ganzen Himmel ein. Das sagt sie jetzt nicht, dass das Kreuz unbedingt die Notwendigkeit war. Aber sie geht dann weiter hier und sagt, dies alles sei notwendig, damit er denen helfen können, die versucht werden. Das heißt, das, was Jesus hier auf Erden erlebt hat, sei notwendig, damit er denen helfen können, die versucht werden. Und dann sagt sie, wenn seine Sendung als Lehrer, Jesus hatte 30 Jahre seines Lebens hier verbracht, während 3,5 Jahren ist er als Vorbild besonders in die Öffentlichkeit gegangen und hat dort gepredigt und hat durch sein vorbildliches Leben, durch seine Verkündigung und so weiter, den Menschen gezeigt, wie sie als Menschen hier auf dieser Erde unter allen Herausforderungen mit Gott ein heiliges Leben führen können. Und dann sagt sie, wenn seine Sendung, das ist den Engel im Himmel so offenbart worden, so schildert sie das hier, wenn seine Sendung als Lehrer beendet sein würde, müsse er den Händen gottloser Menschen ausgeliefert und jeder Beschimpfung und Quälerei ausgesetzt werden, zu denen Satan sie anstiften könnte. Er müsse als schuldiger Sünder zwischen Himmel und Erde hängen und den grausamsten Tod sterben. Und das ist ja eine der ersten Aussagen, auf die man mich immer wieder aufmerksam gemacht hat und woraus viele adventistische Theologen und auch Prediger und Gemeindeglieder schlussfolgern, dass Ellen White der Überzeugung war, dass hier diese grausame Kreuzigung Jesu, diese Verwerfung Jesu mit all dem, was da zusammenhing, vor der Kreuzigung schon die Gefangenarme und die Dornenkrone, dass das alles der ausdrückliche Plan Gottes war. Ja? Solche Aussagen sind sehr geneigt dazu, das zu glauben. Wenn ich das aber tatsächlich so darstelle, habe ich immer wieder gemerkt, dass Prediger dann immer wieder auch gesagt haben, naja, so kann man das nicht sagen. Gott hat das vorhergesehen, dass es so kommen wird, aber dass die Juden, die mussten ihn natürlich nicht so schlagen und niemand musste ihn so schlagen. Und da merkte ich schon, da werden selbst solche Aussagen von Ellen White ja auch relativiert. Eine zweite Aussage von Ellen White, wo sie sagt, das ist in dem Buch Der bessere Weg, auf Seite 25, sagt sie, ohne das Opfer am Kreuz kann keiner der Macht der Sünde entrinnen und in die Gemeinschaft der Heiligen gelangen. Ohne Jesu Opfer ist es unmöglich, geistliches Leben zu empfangen. Wenn man den Text so wörtlich nimmt, würde das bedeuten, na, wenn die Juden Jesus nicht ans Kreuz genagelt hätten, dann hätte kein Mensch der Macht der Sünde entrinnen können. Wenn ich das so formulieren würde, würde jeder sagen, na, das ist eine Dummheit, so kann man das nicht sagen. Ja, aber deshalb, wenn wir solche Aussagen aus dem Zusammenhang reißen, aus dem gesamten Zusammenhang, in dem Ellen White die Erlösungsgeschichte beschrieben hat, dann würden wir aber zu diesem Schluss kommen. Denn wenn jemand sagt, ohne das Opfer am Kreuz kann keiner der Macht der Sünde entrinnen, dann kann ich das so interpretieren und kann keiner in die Gemeinschaft der Heiligen gelangen. Das heißt, wenn da nicht irgendjemand gewesen wäre, der Jesus ans Kreuz genagelt hätte, denn Jesus hat sich ja nicht selbst ans Kreuz nageln können. Zur Kreuzigung hat er unbedingt eine Menschenhand gebraucht, eine andere Hand gebraucht, die ihn dorthin gebracht hätte. Denn selbst hätte er sich nicht an das Kreuz nageln können. Das hätte er auch nie gemacht. Das wäre Selbstmord gewesen. Und das konnte nicht das Opfer gewesen sein, das Jesus für die Menschen bereit gewesen wäre zu bringen. Oder eine andere Aussage, und das ist auch eine wesentliche Aussage im großen Kampf auf Seite 651. Hier geht Ellen White, da gibt es eine Erklärung, wo sie von wirklich das Kreuz im Zusammenhang mit dem Plan Gottes bringt. Da sagt sie hier, das Geheimnis des Kreuzes erklärt alle anderen Geheimnisse. In dem Licht, das von Golgatha leuchtet, werden die Eigenschaften Gottes, die uns mit Furcht und Scheu erfüllten, erhaben und anziehend. Gnade, Zärtlichkeit und väterliche Liebe
sieht man mit Heiligkeit, Gerechtigkeit und Macht vereint. Man wird sehen, und da spricht sie hier von der letzten Manifestation, wo Gott noch einmal die ganze Geschichte der Welt, den ganzen Erlösungsplan vor der ganzen auferstandenen Welt nach den 1000 Jahren im Himmel offenbaren wird. Das ist eine Schilderung aus diesem Abschnitt, Großer Kampf, Seite 651, wo die ganze erlöste Welt und auch die nicht erlöste Welt, die ungläubigen Menschen, noch einmal vor dem Thron Gottes auferstehen werden, bevor das Feuer vom Himmel fallen wird. Und da wird Gottes Gerechtigkeit offenbart werden. Und da wird den Menschen auch die ganze Geschichte vor dem Kreuz, die Geschichte des Kreuzes und die Geschichte, bis sie nach dem Kreuz noch weitergegangen ist, den Menschen offenbart werden. Und dann sagt eben weit hier, man wird sehen im Nachhinein, dass der an Weisheit Unendliche keinen anderen Plan für unser Heil ersinnen konnte als die Opferung seines Sohnes. Und hier ist man geneigt, weil dieser Text hier auch im Zusammenhang mit dem Geheimnis des Kreuzes in Verbindung gebracht wird, natürlich zu glauben, dass hier kein anderer Plan, den Gott ersinnen konnte für unser Heil, damit die Kreuzigung gemeint sei. Ja, als wenn man das so liest. Und dass das der ausdrückliche Plan war, den Gott sich ausgedacht hat. Aber meine lieben Geschwister und Freunde, wenn Gott sich die Kreuzigung Jesu ausgedacht hat, dass er das ersonnen hat, er denn im Detail das alles geplant hat, wie es zur Kreuzigung kommen soll, wenn der Messias hier auf die Erde kommt, dann können wir nicht mehr die Juden verantwortlich machen oder den Pilatus oder irgendjemanden, der dann schuld wäre an der Kreuzigung, sondern dann wären ja das, wie wir schon in einer anderen Sendung vorher mal ganz deutlich gezeigt haben, dann wäre das der ausdrückliche Wille, dann wären das jede Einzelheit, jeder Spott, jeder Hohn, alles was in Jesaja 53 vorausgesagt wurde und in Psalm 22, wäre das im Detail alles von Gott ersonnen gewesen. Und ich denke, niemand, der vernünftig die Bibel liest, würde hier tatsächlich sagen können, dass diese Aussage von Ellen White so zu verstehen sei. Diese Aussage würde sich auch mit vielen anderen Aussagen, die ich euch gleich zeigen werde, völlig widersprechen. Also wenn auch diese Aussage hier als eine sehr kritische Aussage im großen Kampf steht und in den letzten Jahren mir immer wieder zitiert worden ist, weil ich versucht habe zu zeigen, dass ich niemals glauben kann, dass die Kreuzigung Jesu mit all der ganzen Geschichte, wie sie gelaufen ist, der ausdrückliche Plan gewesen sein kann. Wenn Heinz Schädinger sagt, zum Beispiel, eine grausame Kreuzigung war nicht im Plane Gottes, dann ist er ebenfalls mit dieser Aussage aus dem großen Kampf hier, Seite 651, kann er nicht in Übereinstimmung sein, kann er nicht übereinstimmen. Er muss ebenfalls eine Erklärung finden, was Ellen White mit dieser Aussage gemeint haben könnte oder was nicht. Ja? Sonst steht er im Widerspruch. Das heißt, jeder Theologe, der meint, dass nicht unbedingt die Kreuzigung ein Mittel wäre, der steht hier eigentlich in Widerspruch zu solchen Aussagen von Ellen White, wie sie sie hier gemacht hat. Also es ist ein gewisses Problem, wo man dann sagen muss, da müssen wohl auch diese Aussagen von Ellen White vielleicht doch noch überlegt werden und anders interpretiert werden. Um sie nicht selbst mit ihren Aussagen in Widerspruch zu setzen. Wenn wir jetzt hier eine Aussage gelesen haben, wo Ellen White sagt, dass Gott quasi keinen anderen Plan ersinnen konnte als die Opferung seines Sohnes, dann muss diese Opferung seines Sohnes ja nicht unbedingt die Kreuzigung sein. Opferung seines Sohnes, wenn wir dieses Thema studieren würden, wir haben ja das auch in einem vergangenen Thema etwas gemacht, habe schon darauf hingewiesen, dass die Opferung seines Sohnes eigentlich damit begann, dass Jesus überhaupt bereit war, Mensch zu werden und als Mensch in diese Welt zu kommen. Ja? Und all das auf sich zu nehmen, was Menschen ihm angetan haben. Jesus hat sich in diesem Sinne tatsächlich der Brutalität der Menschen ausgesetzt, den Leiden der Menschen ausgesetzt und hat sich in diesem Sinne selbst geopfert. Das war Gottes Plan, dass Jesus in diese Welt kam und dass er das alles erträgt, wenn Menschen entscheiden, es anzutun. Aber niemals konnte es Gottes ausdrücklicher Plan gewesen sein, den er sich ersonnen hat,
um all diese Grausamkeiten Jesus anzutun. Wenn, dann kann es nur im passiven Sinn verstanden werden, dass Gott das in seinen Plan mit integriert hat. Aber niemals er der Autor dieses Planes wäre, denn das würde genau dem anderen vielen Aussagen völlig widersprechen, die wir weltweit auch finden. Im Bibelkommentar zum Beispiel auf der Seite 562, da hat Ellen White eine Aussage gemacht, die genau ins Gegenteil geht. Ja? Da ist noch eine Aussage, die noch einmal in diese Richtung geht, als wäre es der ausdrückliche Plan Gottes gewesen. Das sind diese schwierigen Aussagen. Also Bibelkommentar 562, noch einmal eine Aussage, wo Ellen White sagt, der einzige Plan, der entworfen werden konnte, die Menschheit zu retten, bestand im Erfordernis der Fleischwerdung, der Demütigung und der Kreuzigung des Sohnes Gottes, der Majestät des Himmels. Also eine ganz konkrete Aussage. Und wenn jemand diese Aussage liest und sie so stehen lässt und nicht fragt, ja bitte, was hat denn Ellen White sonst noch gesagt zu diesem Thema, er könne nie mehr sagen, dass es irgendeine Alternative zum Kreuz gegeben hätte. Dass es eine Opferung als Alternative gegeben hätte, nicht? Dass ein Priester im Glauben und im Vertrauen und in Liebe und im Gehorsam den Messias geopfert hätte. Hier, wie der einzige Plan, der entwerfen werden konnte, als hätte ihn Gott entworfen, nämlich die Fleischwerdung, und ich glaube, die Fleischwerdung Jesu, die hat Gott entworfen, das hat Gott wollen, ja, das war sein Wille, dass Jesus Mensch wird. Dass er gedemütigt wird, war im gewissen Sinne auch sein Wille, aber nicht sein aktiver Wille. Nicht er hat es geplant, damit das ja passiert, und auch die Kreuzigung des Sohnes Gottes war auch nicht in dem Sinn sein Wille, damit das passiert, sondern er hat es zugelassen. Nur in dem Sinn kann das gesehen werden. Ja? Denn sonst würden ja all diese Aussagen den anderen Aussagen, die ich jetzt lesen möchte, völlig widersprechen. Ihr habt zum Beispiel im Wirken der Apostel auf Seite 566, das Buch Wirken der Apostel auf Seite 566, da schildert Ellen White die Geschichte von Johannes dem Täufer, von der Verfolgungszeit, wie Johannes der Täufer letztendlich unter anderem verfolgt worden ist, als der Apostel, der dann letztendlich auch auf Patmos landete. Und die Geschichte sagt ja, dass bevor Johannes der Täufer auf Patmos verbannt worden ist, er in einen Kessel siedendes Öl geworfen worden ist. Das ist eine Tradition, die auch in der Kirchengeschichte so bekannt ist. Und Ellen White schien offensichtlich der Überzeugung zu sein, oder war der Überzeugung, ja, ganz klar, da schreibt sie hier, dass das auch wirklich so war. Und da schildert sie hier in diesem Zusammenhang mit dieser Geschichte Folgendes. Sie sagt, Johannes wurde in einen Kessel mit siedendem Öl geworfen. Aber der Herr bewahrte das Leben seines treuen Dieners, wie er es einst mit den drei Hebräern im feurigen Ofen getan hatte. Als es hieß, so sollen alle umkommen, die an den Betrüger Jesus Christus von Nazareth glauben, erklärte Johannes, mein Meister ertrug geduldig alles, was Satan und seine Engel ersinnen konnten. Und jetzt merkt ihr, das sagt jetzt Ellen White genau das Gegenteil von dem, was sie vorher in anderen Aussagen sagt. Und wenn wir diese Aussagen nicht nebeneinander hinstellen, dann müssten wir sagen, Ellen White widerspricht sich hier komplett. Ja? Und ich weiß nicht, ob Ellen White sich tatsächlich bewusst war, denn die einen Aussagen hat sie vielleicht an irgendeinem Zusammenhang gemacht und Jahre später eine andere Aussage gemacht hat, so dass sie vielleicht diese gegensätzlichen Aussagen, dass sie sich dieser gegensätzlichen Aussagen vielleicht gar nicht so richtig bewusst war. Hat sie über dieses Thema gesprochen? Hat sie von dieser einzigen Notwendigkeit des Kreuzes gesprochen? Hier bei dieser Aussage sagt sie, dass es Satan und seine Engel waren. Ja, dass Jesus alles ertrug, was Satan und seine Engel ersinnen konnten. Vorher in dieser Aussage, dass das der einzige Plan war, den Gott ersinnen konnte, die Kreuzigung und die Demütigung. Also genau dieses gleiche Wort, ersinnen. Ne? Wer hat das jetzt wirklich ersonnen? Jesus ertrug das, was Satan und seine Engel ersinnen konnten, um ihn zu kränken und zu quälen. Er gab sein Leben, um die Welt zu retten. Es ist mir eine Ehre, um seinetwillen, das sagt Johannes damals, so schildert sie das,
aus den Überlieferungen offensichtlich, die das so übernommen haben. Er gab sein Leben, um die Welt zu retten. Es ist mir eine Ehre, um seinetwillen leiden zu dürfen. Ich bin ein schwacher, sündiger Mensch. Christus aber war heilig, unschuldig und makellos. Er tat keine Sünde und kein Falsch war je in seinem Munde gefunden. Davon war Johannes der Täufer überzeugt, der Johannes, der auf Patmos gesandt war, der Jünger Jesu, überzeugt. Und als er dabei war, zu entscheiden, ob er diesen Kelch, der ihm gereicht worden ist, trinken sollte, ja, der vor einem siedenden Kessel Öl stand da, wo er wahrscheinlich noch einmal die Gelegenheit bekommen hat, sich zu entscheiden, will er Jesus verleugnen oder nicht. Und dann sagt er, mein Meister, er trug alles geduldig, was Satan und seine Engel erdulden konnten, ersinnen konnten. Diese Geschichte schildert sie auch ein zweites Mal Ellen White. Und zwar habe ich das in einem englischen Buch gefunden noch, The Youth Instructor, auf Seite vom März 29 im Jahre 1900 hat sie das geschrieben. Das habe ich jetzt nicht in deutscher Übersetzung gefunden, sondern in diesem englischen Buch. Und da sagt sie ebenfalls, um den Juden zu gefallen, hatten die Römer Christus gekreuzigt. Und nun suchten sie noch weiter ihnen zu gefallen, indem sie Johannes dorthin stellten, wo seine Stimme weder von Juden noch von Heiden gehört werden konnte. Das heißt, es ist auch interessant, was Ellen White hier sagt, dass die Juden Jesus gekreuzigt haben, um den Römern zu gefallen. Und jetzt noch immer, als Jesus dann schon längst im Himmel war und dann die Christenverfolgungen begonnen haben, Johannes dann auf die Insel Patmos gesandt worden ist, haben die Jünger, denn Johannes, so schreibt sie das hier, dorthin gestellt, wo er weder den Juden noch den Heiden predigen konnte. Aber bevor er dorthin kam, schildert sie jetzt auch noch einmal diese Geschichte mit dem Kessel von Öl. Um seine Stimme zum Schweigen zu bringen, warfen ihn seine Feinde, also die Römer, schon vorher in einen Kessel siedendes Öl. Aber dieser Zeuge konnte nicht zum Nachgeben gebracht werden. Wie sein Meister unterwarf sich Johannes jedem Versuch, ihn zu Tode zu bringen. Und sein treuer Diener wurde bewahrt, wie die drei würdigen Jünglinge im feurigen Ofen bewahrt wurden. Und als die Worte gesprochen wurde, so wiederholt sie das hier in diesem Text noch einmal, so sollen alle umkommen. Also das sollte zum Beispiel gesetzt werden. Das ist den Leuten, es war eine öffentliche Hinrichtung offensichtlich, wo da diese Mörder des Johannes, diese Verfolger der Römer, dem Volk wahrscheinlich zum Ausdruck gebracht haben, pass auf, das, was jetzt dem Johannes hier passiert, das soll allen passieren, so sollen alle umkommen, die an den Betrüger Jesus Christus von Nazareth glauben, erklärte Johannes. Mein Meister ertrug, da in diesem Zusammenhang, erklärte dann Johannes, mein Meister ertrug geduldig alles, sagte Ellen White, was Satan und seine Engel ersinnen konnten, um ihn zu kränken und zu quälen. Und da wiederholt sie jetzt diese Aussage noch einmal. Das heißt, zweimal in zwei verschiedenen Zusammenhängen spricht Ellen White davon, dass hier Johannes zum Ausdruck gebracht hat, dass das, was Jesus erduldet hat, was Jesus an Demütigung und bei der Kreuzigung geduldet hat, dass das ein Ergebnis dessen war, was Satan und seine Engel ersonnen haben. Keine Rede davon, was hier Gott ersonnen hat. Gott kann das höchstens hier zugelassen haben. Und sehr bemerkenswert, dass Ellen White hier diese beiden Aussagen macht, nicht? Und es gibt dann, lese euch da jetzt noch einige andere Aussagen dazu, zum Beispiel, wo Ellen White ganz klar sagt, dass es immer wieder, geht sie darauf ein, dass es der Plan Satans war, dass Jesus so gedemütigt wird und dass ihm das Schicksal passiert, was geschehen ist. Und aus diesen Aussagen heraus sollten wir die anderen Aussagen, wo sie sagt, das Kreuz war der einzige Weg, das war Gott, der das ersonnen hat, das müssen wir im Blickpunkt mit solchen gegensätzlichen Aussagen sehen. Ja? Wer war es wirklich? Er selbst, Satan, plante all das Böse, sagt sie. Und zwar ist das Buch Christus ist Sieger auf Seite 284. Satan plante all das Böse und hetzte die Gemüter auf, um Christi Leiden zuzufügen. Er stiftete die falschen Anklagen gegen einen an, der immer Gutes getan hat. Er inspirierte die Grausamkeit, die das Leiden des Sohnes Gottes, den reinen, heiligen und Unschuldigen noch verschlimmerten.
Durch dieses Vorgehen hat Satan eine Kette geschmiedet, durch die er selbst gefesselt werden wird. Das himmlische Universum wird bezeugen, dass Gott gerecht ist, wenn er sie bestraft. Also solche Aussagen, interessanterweise, habe ich noch nie irgendwo in einer adventistischen Studie gelesen, wo es darum gegangen ist, klarzumachen, wessen Plan es war, dass Jesus gekreuzigt wird, dass Jesus so behandelt wird, dass sich Jesaja 53 und Psalm 22 erfüllt. Und ich glaube, wir dürfen eben weit nicht nur von der einen Seite lesen, sondern wir müssen sie auch von der anderen Seite lesen. Wenn auf der einen Seite gesagt wird, Gott hat diesen Plan ersonnen und hier viele Aussagen, und ich lese jetzt euch einige Aussagen noch bewusst vor, wie oft sie das immer wieder spricht, wo sie von dem Plan sprach, der Jesus ans Kreuz gebracht hat, und hat das bei diesen Aussagen nichts mit dem Plan Gottes, sondern mit dem Plan Satans zu tun. Und von der Seite sollten wir Ellenweit auch kennen. Und ich habe gemerkt, solche Aussagen sind in unseren Gemeinden, auch unter Predigern, völlig unbekannt. Ja, habe sie noch nicht beobachtet, dass solche Aussagen zitiert worden sind in einer Predigt, wo es um die Kreuzigung Jesu gegangen ist. Da wird meistens das Kreuz hingestellt, als wäre das unbedingt wirklich der Wille Gottes, der ausdrückliche Wille Gottes gewesen. Im Bibelkommentar auf Seite 338 sagt sie, der gefallene Feind hatte Christi Verrat, Prüfung und Kreuzigung insgesamt geplant. Merkt ihr, das ist genau das Gegenteil von dem, wenn sie sagt, der einzige Plan, der entworfen werden konnte, die Menschheit zu retten, bestand im Erfordernis der Fleischwerdung, der Demütigung und der Kreuzigung des Sohnes Gottes. Also achtet darauf, Bibelkommentar 562 und im Bibelkommentar 338, genau das Gegenteil, der gefallene Feind hat diesen Verrat, diese Prüfung und die Kreuzigung insgesamt geplant. Sein Hass, den er im Tode des Sohnes Gottes ausdrückte, versetzte Satan dorthin, wo sein wahres teuflisches Wesen allen geschaffenen, vernunftgebegabten Wesen, die nicht in Sünde gefallen waren, offenbart wurde. Das heißt, hier wurde Satans Wesen offenbart. Und wenn das aber im Hintergrund Gottes Plan gewesen wäre, Dann hätten ja die Engel Gott fragen müssen, wie kannst du so etwas planen, ja, dass man so etwas macht mit dem Sohn Gottes, der unschuldig war, ein Menschen, der auf Erden wohnt. Das wäre eine Empörung durch den ganzen Himmel gewesen. Wir können also das, was Satan gemacht hat und seine Engel und was Menschen hier unter dem Einfluss Satans getan haben, niemals als Plan Gottes darstellen. Vor allem nicht als aktiven Plan. Wenn, dann eine Zulassung. Aber es gibt Aussagen, wie ihr seht bei Ellen White, die offensichtlich dieses Problem darstellen, dass man hier zwischen dem einen und dem anderen vielleicht zu wenig unterscheidet. Christus ist Sieg auf Seite 284, noch einmal eine Aussage, Satan versuchte Christus niederzuwerfen, damit er als oberster Herrscher regieren könnte. Er plante den Mord an Christus und hoffte, dass Jesus einen derartigen Tod nicht ertragen würde. Er versuchte damit zu beweisen, dass Christus nicht wirklich selbst aufopfernd sei. Satan hetzte die Menschenmenge auf, die Kreuzigung zu fordern. Satan hat hier damit natürlich nicht den Plan ausgeführt, den Gott ersonnen hat, sondern den Gott vorausgesehen hat und es so zugelassen hat. Und ich hoffe, ihr merkt, dass wir hier einen großen Unterschied machen müssen, ob es so ist oder so. Christus ist Sieger 285. Die Kreuzigung Christi war ein Mord, der von Satan veranlasst und von Menschen ausgeführt wurde, die sich von Gott getrennt hatten. Alle diese Aussagen müssen uns dahin führen, dass wir alle anderen Aussagen, wo Ellen White davon spricht, dass die Kreuzigung Gottes der einzige Weg war, der einzige Weg zur Erlösung war, dass wir diese Aussagen von diesen anderen relativieren müssen. Und ich hoffe, ihr könnt dem das auch nachvollziehen. Wir müssen uns auch fragen, warum, wenn auf der einen Seite Gott denn ausdrücklich die ganze Demütigung, die Kreuzigung und alles selbst ersonnen hat, geplant hat, warum dann Jesus auf diese Erde kommt und die Juden genau davor waren, das nicht zu tun, was sie zu tun gedachten und was sie ja im Plane hatten. Wenn es Gottes absolut der einzige Weg gewesen wäre, der ausdrückliche Wille, dass er ans Kreuz geht,
Da müssten wir fragen, wenn Jesus dann die Juden versucht davor zu bewahren und daran zu hindern, irgendwie sie irgendwie zu überzeugen, das nicht zu tun, dann hätte er gegen den Plan Gottes gekämpft. Er hätte ja gegen den Plan Gottes gearbeitet, der die Kreuzigung Jesu unbedingt wollte. Versteht ihr, sein Widerspruch kann man nicht einfach stehen lassen. Im Leben Jesu auf Seite 445 und 446 sagt er weit ganz deutlich von dieser Warnung. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, Jesus hat die Juden nicht gewarnt davor. Nicht? Ich habe mit katholischen Theologen und auch protestantischen Leuten gesprochen, für die das ein ganz fremder Gedanke war, dass Jesus die Leute vor gewarnt hätte, ihn zu kreuzigen. Nicht? Sie haben gemeint, das war ja Gottes Plan, das war ja Gottes Wille. Und da merken wir, wie verkehrt das Denken ist. Ellen White hat aber sehr deutlich gesagt, wie in Kapernaum, sagt sie hier im Leben Jesu 445, wunderte sich das Volk über die Kraft seiner Lehre, denn er predigte in Vollmacht. In immer wieder anderen Schilderungen warnte er seine Zuhörer vor dem Unheil, das alle jene heimsuchen würde, welche die Segnungen verwerfen, die zu bringen er gekommen war. Damit sagt sie, dass Jesus seine Zuhörer warnen wollte, dass ihnen die Segnungen verloren gehen würden, die er gekommen war, um sie ihnen zu bringen, wenn sie ihn töten würden, wenn sie ihn ablehnen würden. Kann er nur so sein? Und dann kann das nicht der Wille Gottes gleichzeitig gewesen sein, der einzige Weg zur Erlösung. Ja? Es ist letztlich so gekommen, das müssen wir immer wieder betonen. Gott hat das geschehen lassen, aber er hat alles gleichzeitig getan, damit das nicht passiert, damit sich nicht ein Mensch schuldig macht an dem, was der Teufel hier mit Jesus geplant hat. Dass er von Gott kam, hat er ihnen auf jede mögliche Art bewiesen. Und er hatte alles getan, um sie zur Reue zu bewegen. Er wäre nicht von seinem eigenen Volk verworfen und umgebracht worden, wenn er es von der Schuld einer solchen Tat hätte bewahren können. Und ich denke, wenn Jesus alles wollte, dass die Juden davor zu bewahren, ihn zu kreuzigen und zu töten, dann kann man nicht sagen, es war gleichzeitig der Wille Gottes und der einzige Weg zur Erlösung. Von Gott geplant. Eine andere Aussage, Christus ist Sieger, auf Seite 285 sagt Ellen White, ein Volk, das von sich behauptete, an die Prophetie zu glauben, verleugnete und blieb dabei, trotz aller Warnungen und Vorhersage. Das heißt, sein Tod war vorhergesagt, prophetisch vorhergesagt. Und jetzt sagt Ellen White, ein Volk, das von sich behauptete und an die Prophetie zu glauben, verleugnete und blieb dabei, trotz aller Warnung und Vorhersage. Ja, das heißt, damit sagt sie, der Tod Jesu war vorhergesagt, aber gleichzeitig sagt sie, Gott hat sie gewarnt. Wenn man diese Aussage liest, dann muss man sich fragen, war dann Jesaja 53 nicht unbedingt, oder ist Jesaja 53 nicht unbedingt als eine Prophetie zu sehen, die sich unbedingt erfüllen musste? Nach dieser Aussage von Ellen White müssten wir Jesaja 53 eher als eine Warnung verstehen, wo Gott vorhergesagt hat, was da Menschen für ein Übel tun werden, was sie mit dem Messias anrichten werden, wie sie gegen Gott rebellieren werden und sogar den Sohn Gottes, wenn er in diese Welt kommt, der nichts Übles tut, ans Kreuz zu nageln und zu verspotten, ihn zu schlagen und zu martern. Dann sollten wir Jesaja 53 und all diese messianischen Prophezeiungen, die das Schicksal des Messias in seiner Verwerfung und in seiner Hinrichtung darstellen, nicht als einen Plan Gottes sehen, der unbedingt sich erfüllen müsste, sondern es sollten diese Prophezeiungen eben eher als Warnung gesehen werden. Ellen White sagt dann weiter in diesem Text, sie sagt, sie verschlossen ihre Augen vor dem Licht und erfüllten alle Einzelheiten der Prophezeiungen. Damit sagt er Ellen White, diese Prophezeiungen hätten sie nicht erfüllen müssen. Damit widerspricht sie das, was auch Jesus sagt. Das musste das nicht alles geschehen. Also ich würde gerne solche Texte in einem Kreis von Theologen einmal richtig zur Sprache bringen. Auch solche Aussagen gibt es ja von Ellen White.
Der Apostel Paulus in seiner Rede auch in Apostelgeschichte 13 sagt er auch, dass die Juden, obwohl sie von Pilatus sogar aufmerksam gemacht worden sind, dass er keine Schuld an ihm findet, dass sie trotzdem seine Kreuzigung gefordert haben. Und da sagte Paulus in dieser Rede dort auch in Apostelgeschichte 13, dass sie damit alle Einzelheiten, damit sie alles erfüllten, was in den Prophezeiungen stand. Und das sagt auch Ellen White hier. Sie erfüllten es, weil sie verblendet waren und nicht, weil damit der Wille Gottes in Erfüllung gehen musste. Dabei waren sie so blind von dem Feind der Seelen derart getäuscht, dass sie sich einbildeten, Gott damit einen Dienst zu tun. Erstaunlich ist, dass sie nun die ganze Welt ablehnen wird, wie es damals ein Volk getan hat. Und da haben wir auch diese Aussage, die wir schon in späteren, früheren Sendungen besprochen haben, dass die ganze Welt ihn letztendlich ablehnen würde, und das konnte doch nicht der Plan Gottes gewesen sein, wenn die Juden ihn dort ablehnen. Ellen White geht auch auf diese Aussage, was wäre gewesen, wenn die Juden ihn erkannt hätten, ganz deutlich ein. Und wenn jetzt adventistische Theologen sagen, wenn sie ihn erkannt hätten, dann hätten sie ihn zwar nicht gekreuzigt, sondern dann hätten sie auf dem Altar geopfert. Dann, ich glaube, dass dafür gibt es keine einzige Aussage, die man von Ellen White finden könnte, wo sie das bespricht, dass das dann das weitere, das eigentliche Schicksal des Messias gewesen wäre. Oder dass sie dann sagt, wenn sie ihn erkannt hätten, dann wäre er nicht gekreuzigt worden. Ja? Und wenn dann Theologen dann trotzdem sagen, auch adventistische Theologen trotzdem sagen, am Kreuz führte kein Weg vorbei, dann muss ich auch diesen Theologen sagen, Ellen White hat hier folgende Aussagen auch zu 1. Korinther 2, Vers 8 gemacht. Christus ist Sieger auf Seite 312, und das ist sehr bemerkenswert. Martin Pröpstle zitiert einige dieser Aussagen in dieser Schrift, und trotzdem kommt er zu der Überzeugung, am Kreuz führte kein Weg vorbei. Ellen White sagt aber hier, die bekennenden Christen von heute, die Licht zurückweisen, werden in keiner günstigeren Position sein als die Juden zur Zeit Jesu und werden keinesfalls denen vorgezogen, die das Licht der Wahrheit annehmen und wertschätzen. In welcher traurigen Situation waren denn die Juden? Ja, und da sagt sie, die bekennenden Christen von heute stehen in derselben Gefahr wie die Juden damals zur Zeit Jesu. Ja, dass sie die Wahrheit zurückwiesen. Die Juden konnten damals Jesus kreuzigen. Heute können die bekennenden Christen natürlich Jesus nicht kreuzigen. Aber sie stehen in derselben Gefahr, das Licht der Wahrheit zu verwerfen und zurückzuweisen, wenn sie nicht das tun, was Jesus von ihnen erwartet. Und dann sagt sie hier weiter, wenn die Juden damals gewusst hätten, dass Jesus der Fürst des Lebens war, hätten sie nicht gekreuzigt. Doch warum wussten sie das nicht? Weil sie jeden Beweis zurückwiesen, der ihnen zeigte, dass Christus wirklich der Messias war. Eine Prophetin wie Ellen White, die hier sagt, wenn die Juden gewusst hätten, dass das der Messias ist, hätten sie nie gekreuzigt. Dann kann das Kreuz niemals der Plan Gottes gewesen sein. Dann musste sie auch daran gedacht haben, dass es einen anderen Weg gegeben haben musste, dass Gott in seinem Plan auch eine andere Möglichkeit gehabt haben musste, der nicht über dieses Kreuz geht, sondern der eben ohne dieses Kreuz zum Heil für die Welt und zur Wiederherstellung des messianischen Reiches führt. Ich denke, jeder, der da vernünftig nachdenkt, der muss dorthin kommen. Ich habe andere Zitate gefunden in diesem Sinne, und das ist ein sehr interessantes Zitat, das Ellen White hier in einem Buch beschreibt, Sermon and Talks, also Predigten und Gespräche. Im ersten Band auf Seite 146 ist ein englisches Buch, Sermon and Talks, Seite 146, und da ist interessant, da sagt Ellen White, oh, sagte Christus, wenn sie erkannt hätten, dass er der Prinz des Lichtes war, so hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Sehr bemerkenswert, das ist eine Aussage, die eigentlich Paulus sagt, wenn sie ihn erkannt hätten, das ist die Aussage von 1. Korinther 2,8,
Wenn sie ihn erkannt hätten, so hätten sie nicht gekreuzigt. Und Ellen White lässt hier so eine Aussage, beschreibt sie hier, wie wenn Jesus selbst diese Aussage gemacht hätte. Oh, sagte Christus, so schreibt sie das hier, wenn sie erkannt hätten, die Juden erkannt hätten, dass er der Prinz des Lichtes war, so hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Aber warum wussten sie es nicht? Wenn sie nur erkannt hätten, dass diese Einwände, mit denen wir gegen ihn kämpften, keine wirklichen Einwände waren, würden sie es nicht getan haben. Wenn sie eingesehen haben, dass sie ihre theologischen Argumente, dass sie falsch sind, dass sie nicht gerechtfertigt sind, dass sie Jesus mit falschen Argumenten begegnen, wenn sie das eingesehen hätten, hätten sie nicht gegen ihn gekämpft und hätten sie nicht gekreuzigt. Merkt ihr, es war eine andere Möglichkeit, sie hätten sich anders entscheiden können. Aber ist das eine Entschuldigung, dass sie das nicht erkannt haben? Sie hatten die Beweise des Geistes, sagt Ellen White, und so waren es nur ihre falschen Überlegungen, die Perversionen ihrer Worte, ihrer Positionen, ihr Unverständnis, das sie in diese gefährliche Lage gebracht hätte. Und ich denke, ich habe noch nie eine Predigt gehört, wo man auf solche Aussagen eingegangen wäre. Wenn man schon vom Kreuz predigt und das Kreuz Christi als den Weg der Erlösung hinstellt, wie er letztendlich gekommen ist, dann sollten wir auch den Mut haben und sollten wir auch die Verantwortung übernehmen, dass wir die Kreuzigung Jesu, die Geschichte der Kreuzigung Jesu auch einmal von dieser Seite aufzeigen. Dass Gott alles getan hat, trotz des Sündenfalls im Paradies und trotz der langen Geschichte der Israels, dass er alles getan hat, um die Juden einsichtig zu machen und ihnen ein Verständnis zu vermitteln von dem wahren Plan, den Gott für sie hatte. Und das konnte niemals die Kreuzigung Jesu sein. Eine andere Aussage aus dem Bibelkommentar, Seite 35, da sagt sie, es wird gesagt, wenn sie gewusst hätten, dass er der Fürst des Lebens war, würden sie nicht gekreuzigt haben. Ellen White geht mehrmals, immer wieder kommt sie auf diesen Text in 1. Korinther 2,8 zu reden. Ich habe noch keine Predigt gehört über das Kreuz Jesu, wo man versucht hat, diesen Predigtext in diese Thematik einzubauen und daraus eine Theologie des Kreuzes zu machen. Ja. Aber weshalb wussten sie es nicht? Weil sie es nicht wissen wollten. Sie waren nicht daran interessiert, zu forschen und zu studieren. Und ihre Unwissenheit erwies sich als ihr ewiger Untergang. Das heißt, das jüdische Volk hat sich hier in eine Position verwickelt, die nichts mit dem Plan Gottes zu tun hat. Wenn das aber alles gleichzeitig der Plan Gottes gewesen wäre, dass diese ganze Demütigung und Kreuzigung, merkt ihr mit den anderen Aussagen von Ellen White, die wir da im Gegensatz haben, dann kann das nicht ihr ewiger Untergang gewesen sein. Dann müssen wir das irgendwo anders verstehen. Sie hatten den stärksten Beweis, auf den sie ihren Glauben aufbauen konnten und waren Gott gegenüber verpflichtet, diesen Beweis, den er ihnen gegeben hatte, anzunehmen. Ihr Unglaube ließ sie am Blut des eingeborenen Sohnes des ewigen Gottes schuldig werden. Das war eine Schuld. Und es gibt mehrere Aussagen, die es gibt in dem Buch Glaube und Werke auf Seite 77. Geht sie wieder auf dieses Wort ein. Gott hat dem einfachen Volk nicht genauso Urteilsvermögen gegeben wie den Priestern und Obersten? Als Christus, der Herr des Lebens und der Herrlichkeit, in unsere Welt kam, hätten sie niemals gekreuzigt, wenn sie ihn erkannt hätten. Gott hat ihnen gesagt, sie sollen die Schrift studieren. Und das sollten wir auch heute tun. Und ich denke, wenn wir heute die Schrift richtig studieren, dann werden wir ebenfalls zu solchen Erkenntnissen kommen, dass Gott hier ganz sicher einen anderen Weg gehabt hat, den er mit dem Volk gehen wollte. Ja? Und wenn Ellen White jetzt hier auch ganz klar diesen Weg aufzeigt, dass es nicht der ausdrückliche Wille Gottes war, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wird, und auf der anderen Seite aber trotzdem Theologen zu dem Schluss kommen, das war der Wille Gottes, und wenn er nicht ans Kreuz genagelt wird, dann soll er geopfert werden. Aber das Volk, selbst wenn das Volk ihn im Glauben angenommen hätte, getötet werden hätte er müssen.
Wenn man schon zu diesem Schluss kommt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, welche Vorstellung haben dann Theologen, wenn sie wenn die Juden jetzt im Glauben Jesus angenommen hätten und im Glauben und dem Vertrauen ihn letztendlich geopfert hätten? Und wie werden dann die Geschichte wirklich weitergegangen? Ja? Die Geschichte nach der Opferung des Messias. Wenn man schon meint, dass es diesen anderen Plan gegeben hat, und unsere Theologen machen ja hier auch auf Aussagen im Alten Testament aufmerksam. Ich habe euch schon aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel Heinz Scheidinger und alle anderen Theologen, die von einer Alternative sprechen zum Kreuz, gerne diese Texte in Sacharja Kapitel 12 zitieren, und wo dort dem Text die Rede ist, dass sie auf ihn sehen werden, auf den sie durchbohrt haben. Ja? Und dass man aus dieser Geschichte heraus eine Opferung des Messias darstellt. Und da stellt sich jetzt die Frage, wenn das der Plan Gottes tatsächlich gewesen wäre, dass der Messias, statt dass er ans Kreuz in Hass ans Kreuz genagelt wird, sondern geopfert wird in Gehorsam und Liebe, wie wäre denn dann der Plan weitergegangen? Wäre dann die Weltgeschichte trotzdem in dem Sinn weitergegangen? Hat es da einen Plan auch im Alten Testament gegeben, wo aus dem man erkennen hätte können, dass Gott dann, wenn das Volk ihn im Glauben annimmt und der Messias dann trotzdem stirbt und dann wieder aufersteht, dann müsste er es auch eine Auferstehung gegeben haben. Wie wäre dann die Geschichte weitergegangen? Und dieser Frage wollen wir das nächste Mal weitergehen in unserem Thema. Es gibt Erklärungen dafür in adventistischer Theologie, aber interessanterweise habe ich solche Erklärungen nirgends außerhalb der adventistischen Theologie gefunden. Ich habe dort nur gefunden, dass christliche Theologen eventuell in die Richtung gehen, dass man sagt, ja, das war nicht der Plan, da gibt es heute schon sehr viele, die sagen, das war nicht im Sinne Gottes, dass Jesus von den Juden getötet wird, das kann ja niemand als ausdrücklichen Plan Gottes verstehen, das ist ganz klar. Aber man sagt allgemein, getötet werden hätte er müssen. Aber wenn man dann die Frage stellen würde, ja, und wie werden dann die Geschichte weitergegangen, darauf habe ich von keinen nicht-adventistischen Theologen noch eine Antwort bekommen. Auch Laurentius von Brindisi in diesem Heft geht nicht darauf ein, wie die Geschichte dann weitergegangen wäre, wenn die Juden ihn im Glauben an das Kreuz genagelt hätten und in Frömmigkeit, oder wenn die Engel gekommen wären oder wenn die Maria ihn getötet hätte oder sogar Gott selbst auf den Altar seinen Sohn geopfert hätte. Also bei nicht-adventistischen Theologen habe ich noch keine Erklärung gefunden, wie sie dann die Geschichte ab dieser Situation weiter erklärt hätten. Ja? Aber es gibt Erklärungen darüber in adventistischer Literatur, und auf das möchte ich das nächste Mal in unserem Thema weiter aufmerksam machen. Und wir werden uns diese Geschichten anschauen, ob es da wirklich einen Plan Gottes gab im Alten Testament, der den anderen Weg zeigt, wie es dann zur Erlösung der Menschheit gekommen wäre und zur Wiederherstellung des Paradieses, wenn sie in Liebe und in Gehorsam letztendlich getötet hätten oder der Messias sonst sich auf irgendeine Art und Weise selbst geopfert hätte, wie immer das dann ausgesehen hätte. Es hätte ja ein Plan dann weiter existieren müssen, wenn man schon meint, dass bis dorthin ein Plan Gottes existiert hat. Möge Gott uns helfen, dass wir auch wirklich auch über diese Alternativen nachdenken und dass wir auch besonders das, was wir als Adventisten von Ellen White haben, nicht nur einseitig sehen, sondern dass wir alle Aussagen zusammentragen und daraus dann sehen, ob wir hier zu einem klaren Konzept kommen. Und es könnte auch sein, dass auch Ellen White hier in dieser Frage uns noch manche Fragen offen lässt und selbst vielleicht in diesem Thema noch nicht alle Zusammenhänge durchgedacht hat, die es noch zu denken gibt. Und ich bitte euch, dass wir weiterhin über dieses Thema nachdenken. Wir werden in unserem nächsten Abend über diesen weiteren Plan nachdenken, und
Dann werden wir eine Sommerpause einlegen, denn die meisten werden auch in Urlaub sein und bei mir ist das auch etwas unsicher, wie es im Sommer aussehen wird und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir dann noch eine Sommerpause machen. Gut, dann lade ich euch ein, dass wir noch mit einem Gebet zum Abschluss kommen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir auch für diesen Abend heute, für diese Gedanken, die du uns vermittelt hast und vermitteln wolltest. Kritische Gedanken, die wir vielleicht nicht gewohnt sind, darüber nachzudenken. Hilf du, dass wir auch diese gegensätzlichen Aussagen irgendwo einordnen können, dass wir alles zusammentragen, was was du uns über diesen Plan offenbart hast. Lass uns aber auch erkennen, was Menschen daraus gemacht haben, welche Verwirrung in der Kirchengeschichte daraus entstanden ist. Und hilf du, Herr Jesus, dass wir zu klaren Ergebnissen kommen und dass wir auch selbst Klarheit empfangen, wie wir deinen Tod, Herr Jesus, zu verstehen haben, wie wir über das Kreuz, wenn wir darüber reden, wie wir darüber reden sollten, dass wir es nicht als etwas hinstellen, das in deinem Sinne war, sondern dass wir zwar klar erkennen können, was bei diesem Kreuz Plan Satans und Werk Satans und was dein Werk an diesem Kreuz gewesen ist. Lass uns deinem Vorbild folgen und lass uns überall dort, wo Satan uns bedroht, wo wir um unseres Glaubens willen in Gefahr geraten, unseren Glauben zu verleugnen und schwach zu werden, lass uns gerade dann auf das Kreuz blicken, vor dem du nicht zurückgeschreckt bist, obwohl du alles versucht hast, die Menschen davor zu warnen, dich nicht so zu behandeln und dich nicht dorthin ans Kreuz zu nageln. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dir treu zu sein und deinem Ebenbild wirklich nachzueifern. Schenk uns den Heiligen Geist, dass wir diese Standhaftigkeit bewahren, mit der du diesen Kelch getrunken hast. Und hilf, dass uns das auch zum Heil dienen möge. Und so bleibe weiterhin bei uns und segne uns und lass uns das nächste Mal wieder im rechten Geiste zusammen sein. Um Jesu Willen. Amen. Gut, damit darf ich mich wieder verabschieden und ich wünsche euch Gottes weiteren Segen zu allem, was ihr auch selbst weiter in diesem Thema studiert. Und was ihr auch weiter für euch erkennen könnt. Und lasst mich auch wissen, wenn es da Probleme für euch gibt und wo gewisse Gedanken vielleicht noch nicht genügend erklärt worden sind. Wir wollen uns auch da einander helfen und austauschen und auf gewisse Dinge auch aufmerksam machen. Gott segne euch und alles Gute bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.